I guess that people telling me what I have to eat. I should stop smoking and start eating meat. I tell them stop talking and just fuck off. It's my choice, what I hate and what I love. It's my fucking way of life. It's my thing for what I strive. So shut the trap, you fucking shit, man. Go away, and go away, and let me get some rest. Spyfox. Spyfox in das Milchkartell. Und ja, dieses Spiel fand ich mit 8 Jahren oder so in der Kellogg's-Verpackung früh. Und es kam in dieser Hülle. Also, was erwartet man von so einem Spiel? Lass mich überlegen, was wollte ich damit nochmal machen? Ach ja, ein Let's Play. Ich mach dieses Spiel als Let's Play komplett. Ich sag mal, dieses Spiel hat einen. Das einzig Gute an diesem Spiel ist, dass es Point and Click ist und ich liebe Point and Clicks. Und okay, es gibt zwei Sachen. Dieses Spiel kann man öfters als einmal durchspielen, weil es gibt verschiedene. Wie sag ich das? Verschiedene Lösungswege, das Spiel durchzuspielen quasi. Das bedeutet, wenn ihr mein Let's Play als Walkthrough verwenden wollt, dann ist es ein ziemlich nutzloses Unterfangen, weil es ist immer was anderes, ja. Und das Spiel ist, sag ich mal, so schlecht, dass es mal wieder gut ist, also richtig trashig. Schaut euch einfach mal an. Ich meine, schaut ihn an. Die Fresse. Naja, egal. Steht sogar drauf, not for sale, not to be sold separately, only distributed with Kellogg's branded cereal packs. Ja. Ihr wisst nicht, wie viel Scheiße ich durchmachen musste, bis es endlich geklappt hat, dieses Spiel aufzunehmen, ja. Kein einziges Aufnahmeprogramm, nicht mal Fraps, konnte dieses Spiel aufnehmen. Ich habe es nur mit Camtasia Studio zum Laufen gebracht und das auch nur nach stundenlangem Herumstellen von den ganzen Einstellungen und bis ich den Ton gekriegt habe. Aber naja, egal. Viel Spaß bei deinem Let's Play. Ich bin Billy Rubin und ich präsentiere euch Let's Play Spyfox in das Milchkartell. Und die Handlung ist sowas von... schaut sich einfach an. Es ist halt wirklich von Infogrames. Ist das hässlich, dieses Das ist so hässlich gezeichnet, Leute. Naja. Bitte hör auf! Hast du Milch? Jetzt nicht mehr. Alles läuft genau so, wie ich es geplant habe. Bald wird die gesamte Welt ohne Kuhmilch sein. Und was hast du dann davon? Keine Butter auf Toast, keine Eiscreme, kein Käse und... CD Load Time for the Fail. Nichts als Trotz. Jetzt kann mich nichts mehr aufhalten. Was hat er gesagt? Oh, das ist so Klischee. Oh yeah. Episch.
irgendwo über dem Mittelmeer. Ja, ich kann lesen. Möchten Sie die italienische Vorspeise, mein Herr? Danke. Davon bekomme ich Ausschläge. Unser vegetarisches Gericht? Nein, macht mich schwermütig. Oh. Dann darf ich Ihnen die griechische Platte empfehlen. Sie ist köstlich. Na gut, wenn Sie darauf bestehen. Codewort griechische Platte. Codewort griechische Platte. Oh Gott, es ist so... Schön, Sie wiederzusehen, Sky Fox. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Also das nenne ich ein Fertiggericht. Also, gestern haben unsere Agenten die Fabriken und Büros der Vereinigten Musaf-Werke verlassen und ohne Milchvorräte vorgefunden. Bald werden die noch verbliebenen Milchreserven der ganzen Welt verbraucht sein. Oh mein Gott! Trockene Frühstücksflocken zu essen ist schwer zu schlucken. Ja, hier ist der einzige Hinweis, den wir haben. Ziegenkäse. Und auch noch fettarm. Fuck. Unsere Agenten machten das Foto im Büro von Herrn Heinrich Hagen Hornochs III. Präsident und Hauptgeschäftsführer der Vereinigten Musaftgesellschaft. Okay. Genau. Wir nehmen an, dass er wertvolle Informationen über die Milchkrise hat. Das einzige verfügbare Foto von ihm ist in Ihrem Kartoffelbrei versteckt. Herrn Ochs zu finden ist Ihre Hauptaufgabe. Er dürfte unschwer zu erkennen sein. Die Ziegenkäseproben, die wir im Büro von Herrn Ochs gefunden haben, stammen offenbar von der Insel Acidophilus. Ihr Flugzeug wird jetzt jeden Augenblick über die Insel fliegen. Ich habe schon die mobile Einsatzzentrale des Spionagekurs aufgebaut. Dort treffen Sie sich mit mir und später auch mit Fax. Der Eingangscode steckt in Ihrem Glückskeks. Hammersbald. Nein, bin schon unterwegs. Gut, Monkey Penny Ende. Ja, verpiss dich. Hätte ich meinen Fallschirm bloß nicht im anderen Smoking vergessen? Was vielleicht ist mir eines meiner Spiongeräte weiter. Welches davon sollte ich wohl nehmen? Also Leute, gebt euch das. Ich zeige euch das jetzt nur, weil das ein Let's Play ist. Mit Escape kann man das Ganze jetzt überspringen. Ich falle ziemlich schnell. Vielleicht sollte ich mir einen Füller aussuchen. Aber da frag ich euch, ja? Warum kann man das überspringen? Warum sollte man das dann tun, wenn man es überspringen kann? Ich meine, ich verstehe das Ganze nicht. Kann man das ganze Spiel überspringen? Nein, Der nur Boden das. Der scheint jedenfalls immer näher zu kommen. Ja, ich mache ja schon was. Da habe ich also meinen Amboss vergessen. Ha, ha, ha. Es ist nur gut, wenn es pupt. Leute, das ist so schlecht. Entschuldigung, dieses Flugzeugessen macht einen jedes Mal fertig. Das ist nicht gerade der Auftritt, den ein Superspion wie ich normalerweise macht. Das also ist die verschlafene kleine griechische Insel Acidophilus. Gibt's die überhaupt? Anscheinend bin ich zur unpassenden Zeit angekommen, denn alles scheint geschlossen zu haben. Ich sollte mich bei Monkey Penny in der mobilen Einsatzzentrale des Spionagekurs melden. Ja. Ich geh zu dem, das ist cool. Hey, wollen Sie meine Tätowierung sehen? Kann man dazu noch was sagen? Ihre Mutter muss sehr stolz auf Sie sein. Nochmal! Wollen Sie meine Tätowierung sehen? Hey! Alter! Davon werde ich jetzt wochenlang Albträume kriegen. Was kann man noch anklicken? In die Taverne will ich jetzt nicht. Da hoch. Die Tür ist verschlossen. Oh, kein Wunder. Wenn ich aus dem Haus gehe, schließe ich die Tür auch immer ab. Was sind das für hässliche Animationen? What the fuck? What the fuck? What the fuck? What the fuck? Okay. Also, zu dem gehe ich nicht mehr, der macht mir Angst. Ich rufe einfach mal an. 666, ich rede mit Satan. Was? 666. Hallo? Ah. Bestimmt irgendwie Sex-Hotline oder so.
Hä? Wie kann man da... Ah, cool. Guten Tag. Sie sind mit dem Büro der fusionierten Musaft-Gesellschaft verbunden. Leider sind zurzeit alle Mitarbeiter gefesselt. Oh. Wir rufen zurück, sobald wir befreit werden. Oh, ich versuche lieber eine andere Nummer. Ist das schlecht. Ja, ich mache jetzt mal was mich im Spiel weiterbringt. Ich schaue jetzt mal den hässlichen... 5, 9, 6, 6, 8. Was für ein Glück, dass Monkey Penny mir diesen Eingangscode gegeben hat. Hallo, hier Einsatzzentrale des Spionagekorps. Penny, ich hab's ja mal erreicht. Zumal heißt sie... CD Load Time for the Fail. CD Load Time for the Fail. Zumal heißt es einfach Monkey Penny. Das ist so ein scheiß James Bond Rip-Off, Alter. Dass die sich nicht schämen. Soll das lustig sein? Nein. Also, das nenne ich ein persönliches Gespräch.